Ja, hallo meine Freunde, ich bin's wie immer, euer Gunshot, und ich dachte, ich gebe euch mal wieder ein paar Infos. Und zu welchem Spiel natürlich? Genau, zu Escape from Tarkov. Das zweite Entwicklertagebuch ist jetzt online gegangen am Donnerstag. Dort haben wir noch mal ein paar mehr Einblicke gekriegt in das Arbeitsumfeld, wie die Entwickler daran arbeiten und woran und wie genau das alles so aussieht, was die Charaktererstellung angeht, etc. Also sozusagen ein kleiner Blick mehr hinter die Kulissen. Nichts wirklich Neues, was wir da jetzt direkt aus diesem Video erfahren haben. Aber ich bin ja einer, der den Forum auf der Escape from Tarkov-Seite, auf der offiziellen Seite natürlich, mitverfolgt. Und da gibt es natürlich ein paar Infos, die wir selbst in Videomaterial so noch nicht gehört haben. Und ich dachte, ich halte euch da mal wieder auf dem Laufenden und gebe euch da mal so ein paar Infos, die ich mir rausgeschrieben habe, die doch für den einen oder anderen, gerade aber natürlich auch für mich, sehr interessant sein werden. Was natürlich jedem klar sein sollte, ist, dass in der Alpha-Phase natürlich das Aufnehmen verboten ist. Das ist jetzt auch halt komplett in den Facts mit drin, und ich habe da auch selber explizit nochmal im Forum nachgefragt, Alpha-Aufnahmen sind strikt verboten. Sei es Screenshots oder Videoaufnahmen, und diese zu publizieren ist natürlich dementsprechend auch verboten. Wie die das Ganze während der Alpha kontrollieren möchten, weil sich jetzt natürlich einige fragen, so, wie will der das denn mitkriegen? Ja, die haben da so ein System im Hintergrund laufen, ich kann es nicht genau sagen. Da wird irgendwie, werden die Namen wohl irgendwie schwarz und weiß angezeigt. Und jemand, der dabei oder nebenher etwas laufen hat, wird wohl angezeigt oder denen angezeigt. So habe ich das jetzt verstanden. Berichtigt mich da, wenn ich da falsch liege, wenn ich da wirklich vom Englischen etwas falsch übersetzt habe. Aber die haben auf jeden Fall gesagt, die werden etwas mitlaufen lassen, um zu überprüfen, wer von denen, die natürlich ja eingeloggt sind, ihr seid ja alle registriert über einen gewissen Account. Und über diesen Account können die dann feststellen, wer da im Endeffekt mitgestreamt oder mit aufgezeichnet hat. Dass die das jetzt natürlich nicht kontrollieren können, wenn jetzt einer seine Handycam mitlaufen lässt oder was sich Fotos mit der Digicam oder mit dem Handy macht, das ist klar, dass die das nicht verfolgen können. Ich würde euch trotzdem raten, lasst es einfach sein. Alpha, es ist zum Testen da. Die werden schon ihre Gründe haben, warum das noch nicht nach außen dringen soll, weil natürlich auch dementsprechend ein falscher Eindruck entstehen kann. Und viele, wie man das ja auch von DayZ kennt, von der Alpha wieder unmöglich ist, erwarten, dass das Spiel teilweise schon fertig ist. Wie gesagt, es ist eine Alpha, es ist ein Rohmaterial, und dort müssen die Aufnahmen nicht unbedingt publiziert werden, weil diese sich halt noch vollständig in der Entwicklungsphase befinden. So, jetzt mal zu ein paar Ingame-Sachen. Und zwar haben sich natürlich viele gefragt, wie geht das jetzt in-game sprechen? Ja, also ihr braucht nicht bloß Teamspeak und so weiter, es wird ganz normaler In-Game-Voice-Chat vorhanden sein oder halt auch irgendwie ein Radio, wahrscheinlich wo ihr dann über gewisse Funkwellen miteinander kommunizieren könnt, wahrscheinlich auch über Walkie-Talkies bzw. halt einfach Funkgeräte. Unter anderem soll es im Endeffekt auch ein realistisches Medical-System geben. Ja, ich habe das im letzten Video schon erklärt, dass da im Endeffekt natürlich, wenn man ins Bein geschossen wird, dass man lahmt und so weiter. Das soll noch etwas erweitert werden, und zwar werden Arterien und Venen wohl vollständig mit einbezogen bzw. berechnet. Das heißt, es besteht bei jeder Verletzung, die er erleidet, eine prozentuale Chance, zum Beispiel an Atemschwäche zu leiden etc. Also kleinere Nebenwirkungen dieser Verletzung, die auch natürlich auf den menschlichen Körper im realistischen Leben halt auch wirken würden. Ja, dazu kam noch viel die Frage von euch, was denn der Endcontent in dem ganzen Game darstellen soll. Also bis jetzt ist klar, Stuff sammeln, ne, sich verbessern, legendären Loot, wie wir es halt schon von anderen MMOs kennen, wird es immer besseren Loot geben. Das ist natürlich ein Ziel. Verkaufen, kaufen, handeln, das ist halt auch so vieles mit drin, das komplette Wirtschaftssystem, dadurch, dass wir das beeinflussen können, ist das natürlich auch für viele sehr interessant. Dazu natürlich noch die Raids, Arena-Kämpfe, also die One-versus-One-Arena-Kämpfe, die wohl auch mehrere Modi haben sollen. Genaueres zu den Modi ist jetzt noch nicht bekannt, auf jeden Fall soll es dort verschiedene Modi geben. Sidequests sind natürlich auch noch mit dabei, das heißt, fernab von der Hauptmission oder Hauptkampagne, wenn man das so möchte, gibt es natürlich noch Nebenmissionen, die dann auch immer weiter dazukommen. Und natürlich, was auch noch mit dabei ist, sind im Endeffekt DLCs, die kommen werden. Und zwar sind 1 bis 2 DLCs pro Jahr geplant. Diese sollen auf jeden Fall nicht teurer als $30 pro Stück werden. Ja, interessant ist natürlich zu den Raids und den Kämpfen und so weiter, ist wichtig zu sagen, dass Safe Zones, das heißt das Gebiet, in dem ihr euch sicher bewegt, und Raid Zones zwei unterschiedliche
Server sein werden. Das heißt, dort, wo ihr diese Raids austragt, das findet alles auf einem unterschiedlichen Server statt. Zu den Raids selbst noch, wäre noch interessant zu wissen, dass man nicht sehen kann, wer sich in diesem Raid befindet. Das heißt, ihr wisst nicht, gegen wen ihr spielt. Lediglich eure Teammates seht ihr. Also, dass die mit euch spielen. Ihr wisst, alles klar, der spielt mit mir namentlich auch. Alle anderen seht ihr nicht. Es ist so, als ob ihr müsst halt einfach ahnen, wer dort sein könnte, wie viele jetzt dort sein könnten. Das wird euch nicht angezeigt. Dieser Spannungsfaktor, dass irgendwo immer wer sein könnte und ihr auch gar nicht genau wisst, ist da jetzt noch einer oder nicht, das ist es halt, das wisst ihr nicht bis zum Ende, bis die Zeit im Endeffekt abgelaufen ist. Ja, da kommen wir dann nämlich schon zu dem nächsten Ding. Im Raid wird eine Zeit ablaufen. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, ist dieser Raid an sich zu Ende. Und entweder man hat überlebt oder man hat halt nicht überlebt. Wer jedoch überlebt, sieht, wer am Ende in diesem Raid alles teilgenommen hat. So, dann haben mich natürlich noch viele gefragt, ja, boah, Fahrzeuge, wird es Fahrzeuge geben? In dem einen Video hat man erst da ein Fahrzeug stehen sehen, da war nach, war keins mehr da oder umgekehrt. Also die Entwickler haben jetzt dazu gesagt, es wird eine 10% Chance geben auf Vehikel. Also das heißt, dass die zwar mit dieser Grundidee spielen, aber ob sich das jetzt so wirklich in das Spiel einfinden wird, ist halt nicht raus. Die haben es zwar noch auf dem Schirm, aber wie gesagt, 10% Chance. Auch waren die Fragen noch, ob es eine Shooting Range geben wird oder einen Trainingsbereich. Das heißt im Endeffekt Bereiche, wo ihr selbst üben könnt. Eine Shooting Range selbst, also ihr kennt das selbst, auf Ziele schießen etc., das wird es geben, aber keinen speziellen Trainingsbereich. Dann ist natürlich noch eine sehr interessante Frage, das Base Building. Wird es Base Building geben? Zum Base Building haben sie klar gesagt, nein. Das wird es nicht geben, weil es heißt im Endeffekt ja Escape from Tarkov. Das heißt nicht Survive in Tarkov. Also könnt ihr euch das auch selbst denken, man soll aus dieser Stadt raus und man soll nicht dort Wurzeln schlagen, weil es ist nicht so, dass man sich da niederlässt und plant, eine Familie zu gründen in diesem super tollen Gebiet. Okay, ja, das dürfte, denke ich, klar sein. Allerdings sind Häuser oder Ähnliches für Charaktere geplant. Ich nehme jetzt mal an, dass es nicht so eine kleinen Einfamilienhäuser sein werden. Wahrscheinlich, wie wir das in dem einen Video gesehen haben, dass man vielleicht dort eine Wohnung, ein Zimmer als Charakter kriegen wird, in dem man sich wahrscheinlich am Ende zurückziehen und ausloggen kann. Dann wäre noch zu klären, wie schnell die Zeit in Escape from Tarkov vergeht. Ja, und zwar sind da die Informationen von den Entwicklern, dass der Timeflow 1:1 im Verhältnis zur reellen Zeit steht. Also eine Minute im Spiel ist auch wirklich eine Minute am Tag. Ob jetzt natürlich das sich auch auf Tag und Nacht bezieht, das heißt, wenn ich jetzt 13 Uhr nachmittags habe, ob dann auch in-game 13 Uhr nachmittags ist oder ob die Zeiten sich da vielleicht etwas verschieben, das ist jetzt noch nicht ganz klar. Natürlich haben wir haben jetzt auch noch die Fraktionen, also gerade die Yuzek und die Beer. Da ist jetzt natürlich auch oft die Frage gewesen, ob es Unterschiede zwischen diesen beiden Fraktionen gibt. Die Unterschiede, die es wirklich gibt, das sind einmal die Startskills, das heißt jede Partei, das heißt die Yuzek und die Beers, die werden mit unterschiedlichen Startskills bestückt sein und auch die Beziehungen zu den Händlern sind unterschiedlich. Das heißt natürlich, dass teilweise die Beers vielleicht dementsprechend eine bessere Bindung oder Beziehung zu den NPC-Händlern haben als die Yuzek jetzt. Ja, das heißt, dass ihr dort euch ja diese Beziehung erarbeiten müsst. Wenn ihr euch jetzt natürlich schon ein paar Pre-Order-Pakete gekauft habt oder kaufen wollt, guckt mal drauf. Dort ist auch mit drin, dass ihr automatisch mit einer besseren Beziehung zu diesen Händlern startet, wenn ihr halt, ja, vorbestellt. Was auf jeden Fall definitiv nicht sein wird, sind die Mikrotransaktionen. Die Mikrotransaktionen wurden von den Entwicklern komplett verneint. Da braucht man sich wohl überhaupt gar keine Sorgen zu machen. So ein System oder sowas wird es definitiv nicht im Spiel geben und wird auch nicht kommen. Und als letzten Punkt auf meinem Zettel habe ich jetzt noch die Frage, wie viele Charaktere man denn pro Account haben kann, ob man überhaupt mehrere haben kann. Und ja, man kann mehrere haben, und zwar sind von den Entwicklern 3 Charaktere pro Account gedacht und sollen auch so umgesetzt werden. Das heißt, wie gesagt, 3 Charaktere könnt ihr pro Account erstellen. Wenn ihr aufs Datum guckt, wir haben schon Ende Februar
und ich glaube nicht so ganz dran, dass jetzt Ende Februar noch die Alpha kommen wird. Was ja auf jeden Fall jetzt noch in den Foren steht, ist ja der bestätigte Termin zum, also im ersten Quartal 2016. Das wollen die auf jeden Fall einhalten. Ja, das Datum mit dem Februar, das konnte ich mittlerweile gar nicht mehr so großartig finden. Das wird auch nicht mehr so großartig im Endeffekt beantwortet, was denn jetzt nun mit diesem Februar ist. Ich denke mal, der wird sich wahrscheinlich erledigt haben. Ich lasse mich sonst überraschen. Ansonsten habe ich auch gar kein Problem damit, erstmal abzuwarten. Erstes Quartal, das ist schon relativ früh, finde ich, um das ein bisschen auszutesten. Und ich bin da auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr was mit den Informationen anfangen konntet, dass die euch so ein bisschen zufriedenstellen, dass ihr mal wieder was gehört habt von Escape from Tarkov, wie es da weitergeht. Wenn ihr selber natürlich euch auch nochmal belesen wollt, geht auf die Seite von Escape from Tarkov im Forum. Da gibt es auch die Foren im englischsprachigen Bereich. Da solltet ihr natürlich ein bisschen des Englischen mächtig sein. Und könnt euch da auch nochmal alles durchlesen, was dort diskutiert wird und was auch wirklich oft sogar von den Entwicklern beantwortet wird. Und an dieser Stelle möchte ich euch jetzt mal fragen, habt ihr selber auch noch Infos sammeln können, die ja, auch uns allen, gerade mir und natürlich allen, die das Video jetzt auch geschaut haben, von Nutzen sein könnten? Schreibt es mal in die Comments runter, was wisst ihr, wie dringend erwartet ihr Escape from Tarkov? Habt ihr schon vorbestellt? Ist auch jemand dabei, der sich die Edge of Darkness Edition gekauft, sodass er an der Alpha direkt teilnehmen kann? Wenn ja, einfach mal in die Comments. Ich werde ja bei der Alpha natürlich auch dabei sein. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt und natürlich bei gegebener Zeit auch Neues zu Escape from Tarkov erfahren wollt, dann abonniert mich doch einfach. Ich werde definitiv nochmal Videos bringen, sobald ich wieder neue Infos bekomme. Wäre euch für euren Support auf jeden Fall dankbar. Und ansonsten, liebe Freunde, wünsche ich euch natürlich wie immer was. Euer Gunshot.